Ja, egal. Ja,
geklopft. Warum hat sie? Der Palast, du! Komm! Ja, ja, Oh!
Was für ein Lauf für die neue Weltmeisterin. Die Weltmeisterin im Einzel, Ziel der Damen, heißt Simone Steiner Österreich. Und der zweite Rang geht ebenfalls nach Österreich. An unsere Eisstock Susi. Herzlichen Glückwunsch. Und dritter Platz. Sie hat sich nach vorne gekämpft. Aus Deutschland, Germany, Verena Wasser. Silbermedaille, Silbermedal. Wir gehen nach Österreich, Austria, Susanne Soamelin. Goldmedaille, Goldmedal. New World. Simone, Gratulation. Es ist jetzt der dritte Weltmeistertitel innerhalb von einer Woche. Ja, unglaublich. Ich meine, mit zwei goldenen, einer bronzenen bin ich im Bewerb gestartet. Ich habe mir von Anfang an gesagt, ich will ganz locker drauf losspielen. Was rauskommt, kommt raus. Ja, es ist einfach als Radl gerannt. Ich glaube, beim zweiten Durchgang hat er einfach Stau geschossen, war der Knackpunkt. Da hat die Susi leider einen Blanken gehabt. Ich habe 60 runtergeschossen und dann ist mir das hintere Maß auch noch so sensationell gut aufgegangen. Ja. Die Susi, glaube ich, hat sich beim Kombinieren vielleicht ein bisschen mehr erhofft, das was eigentlich ihre Stärke ist. Ich habe eigentlich zittert mit 20 Punkten Vorsprung, weil das ist für sie eigentlich so, ja, mag spielen wir halt 40 runter. Ja, ich bin einfach nur froh, dass es einfach so aufgegangen ist. Zittert haben wir mehr da oben auf der Bühne, aber vor lauter Begeisterung, es war so spannend zum Zuschauen, also so eine rot-weiß-rote Show. Wie ist das für die Spielerin, wenn du deine Kollegin neben dir hast, als Konkurrentin, wie ist das da? Ja, die Susi ist bombastisch in den Bewerb gestartet. Ich habe mich leider am Anfang ein bisschen schwer damit neis. Es war sehr spurig. In der Mitte bin ich, habe nicht gewusst, ob mein Stock stehen bleibt. Wirklich nicht. Das hat einfach, war jeder Zentimeter war eine Spur. Dann kommt der zweite Stockschuss, den lege ich blank. Immer dann einfach nur denkt, ja, scheiß drauf. Wenn es aufgehen will, dann geht es einfach noch auf. Ja, und dann ist es losgegangen. Es ist einfach perfekt gelaufen, glaube ich. Das ist ja ein Schuss besser wie der andere. Ja, da kann man gar nicht viel sagen, was das Rezept dazu ist. Ich bin einfach locker geblieben und wenn es so ausgeht, ja. Gold, Silber, Österreich, ich glaube, das muss man ordentlich feiern. Das wirst du heute tun. Bewerbe sich für dich aus, die Weltmeisterschaft. Kann man nur gratulieren zu euren Leistungen und alles Gute für die Zukunft und ja, feiert es gescheit. Ja, morgen werden wir noch die Mannschaft dann feiern, dass wir da noch die Goldene haben und dann, glaube ich, haben wir das beste Damenteam der Welt. Danke, Simon. Danke. Susi. Eine rot-weiß-rote Show, habe ich schon gesagt zu Simone. Wie war das für dich? Ja, so haben wir es uns eigentlich vorgestellt. Wir wollten beide gut spielen, unsere Leistungen abliefern und eine volle, tolle, einfach mitreißende Show bieten. Und ich glaube, das ist uns ein bisschen wenigstens gelungen. Es ist euch sehr gut gelungen. Also ich war da oben beim Filmen und die Leute neben. Ja, nein, es ist für Gänsehaut, wenn man drinsteht und das alles hört, was die Menschen, da ist man ja ziemlich nah an den Menschen und an dem Publikum dran, da hört man natürlich ziemlich viel. Und dann habe ich noch probiert, ein Europax zum Reintun, aber das hat auch nicht funktioniert. Aber es passt, es war super. Ich habe die Simone schon gefragt, wie ist das, wenn jetzt die Mannschaftskollegin neben dir und ihr seid Konkurrentinnen, wie ist das für dich? Nein, gestern miteinander Gold gewonnen, heute ein fairer Kampf, wirklich tolle Versuche abgeliefert und sie waren den Tick heute einfach besser und das passt für mich, das ist schwer in Ordnung. So werde ich gerne Vize-Weltmeister. Wie viel die Weltmeisterschaft ist das schon für dich? Ja, 8 haben wir, glaube ich, zusammengebracht. 8 Weltmeisterschaften und Medaillen. Die Medaillen, da bist du jetzt wieder, da triffst du mich wieder auf den falschen Fuß.
Aber ein paar waren es schon. Die Titel, okay. Weißt, die Titel. Ja, ich habe eigentlich alle Titel. Ich war Mannschaftsweltmeister, Ziel-Mannschaftsweltmeister, Europameister, Ziel-Europameister, nur Ziel-Weltmeister war ich noch nicht. Der fehlt mir noch. Ziel-Weltmeister warst du noch? Nein, das war ich noch nie. Aber das kann ja noch kommen. Die nächste ja ist, ja sicher, Hauptsache, ja. Jung geblieben. Jung geblieben, ja. Weil es macht mir immer so Spaß. Und wenn es mich so berührt, wenn ich nur so am Mitfiebern bin, denke ich, passt schon noch zum Mittun. Ich glaube, solange du noch so mithalten kannst, wie heute wieder mit der Jugend, mit der ja etwas jüngeren Jugend. Ja, ja, die sind ja beide so jung, die könnten ja beide meine Töchter sein. Oder die sind zusammen nicht so alt wie ich. Das passt aber auch gut. Umso beachtenswert. Die Jugend soll diesen Sport erobern. Ich schieb sie noch klären, aber das haut schon hin. Aber ich glaube, du wirst uns noch einige Jahre in den Sport erhalten bleiben. Du, wenn es passt, wenn es sich alles rundum wohl gut anfühlt, mache ich es gern. Und sonst schauen wir einfach. Und Gratulation nochmal und alles Gute für die Zukunft.